Wenn Leute mir vorwerfen, dass ich Spiele doch viel zu ernst nehme, finde ich das immer unglaublich idiotisch. Große, teure Spiele wie Battlefield 2042, AAA-Games eben, sind ein millionenschweres Geschäft. Jedes einzelne davon. Glaubt irgendwer wirklich, dass die Konzerne, die diese Spiele produzieren, die nicht ernst nehmen? Nun bin ich als Content-Creator zugegebenermaßen weder ein Spieleentwickler noch ein Spiele-Publisher, aber wenn ich die dafür kritisiere, dass sie ihren Job nicht gescheit machen, muss ich ja wohl logischerweise auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an die Sache gehen, denn sonst ist das nicht fundiert. Wenn man aber nun als Firma auf die dumme breite Masse hört, dann kriegt man Casual Field 2042 als Resultat und das Game floppt, statt ein erfolgreiches Battlefield wie BF3, was damals noch mit Preisen überhäuft wurde. Und stellt euch mal vor, damals hat sich Battlefield ja auch noch thematisch selbst ernst genommen, so als Kriegsspiel, wie sich das gehört, und das hat sich dann auch dementsprechend positiv auf das Gameplay ausgewirkt, bis man halt bei 2042 komplett einfach drauf geschissen hat. Bin ich zu weit gegangen?